So, hallo Leute, wir sind jetzt beim 1. Dezember angekommen, das heißt erstes Adventskalendertürchen. Und schaut mal im Hintergrund, die Hütte könnte euch bekannt vorkommen. Und was wir jetzt heute vorhaben, wird nämlich sein, gemeinsam einen Tannenbaum zu bauen. Was sagst du? Ich finde die Idee klasse. Ich muss aber zugeben, dass ich zu dem Tannenbaum relativ wenig beigetragen habe. Den hat sich nämlich der Champ ausgedacht und ich bin quasi nur der Zuarbeiter. Das heißt, wir folgen seiner Regie. Und damit würde ich sagen, los geht's. Genau, dann würde ich sagen, wir wollen ja die Videos recht kurz halten und nicht viel Zeit verlieren. Deswegen ziehen wir jetzt den Stamm 5 Blöcke hoch. 5 Blöcke, einmal den Mittelstamm und setzen dann wie ein Plus als Form jeweils außen immer nochmal 5 Stammblöcke dran, bis wir dann diese Form hier haben. Dann haben wir einen Mittelpunkt. Dafür nutzen wir die grüne Wolle und gehen in jede Richtung, in die auch noch ein Stammelement existiert, 11 Blöcke weiter, wobei der erste Block mitzählt, also 10. Ich mache es einmal mit euch zusammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wenn wir das jetzt soweit erledigt haben, gehen wir immer an die Enden unserer Tannenspitzen, nenne ich es mal, und gehen einversetzt rüber bis zum nächsten Ende. Kroko, du kommst zurecht? Ich schreibe nicht, wenn ich irgendwie nicht klarkomme, aber im Moment machst du es sehr gut und sehr verständlich. So, der Arbeitsschritt wäre geschafft, jetzt machen wir uns einen nächsten, und zwar rutschen wir von außen, rücken wir eins ein und machen uns dann hier auf dem ganzen Weg einmal außen rum immer eins einrücken und hinbauen. Und ich vermute mal, der Champ hat jetzt auch schon losgelegt. Machen jetzt ein kleines Wettrennen, wer am weitesten rumkommt. Schauen wir mal, wer oh nein! Ist. Oh, ich glaube, ich habe ihn überholt. Ich glaube, er hat einen Fehler gebaut. Oh, ach, sehr gut. Ja! Yeah. Der Schritt wäre geschafft. Den nächsten übergebe ich wieder an den Champ. Ja, das gleiche machen wir einfach nochmal. Wir rücken nochmal einen nach. Also gehen wieder nur einen Block hoch und ziehen es komplett rum. Wenn wir das erledigt haben, sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin wieder dran. Jetzt rücken wir wieder eins ein, aber der einzigste Unterschied zu der Runde vorher ist, dass wir jetzt 2 Block hochgehen. Also wieder einmal außen rum mit 2 Block hoch. Los geht's. Ist das schon wieder ein Wettrennen? Ich habe schon gecuttet. Okay, der nächste Step. Wir gehen wieder 2 Blöcke hoch, einversetzt nach innen. Genauso wie beim Step davor. Let's go. Wir sehen uns gleich, wenn es erledigt ist. Total praktisch, wenn man jemanden hat, der für einen arbeitet. Kann ich euch gleich verraten. Alles schon gecuttet. Dich kann niemand hören. Niemand nimmt das wahr. Der Witz ist, ich kann auch cutten. Und ich cut an der Stelle sicher nicht. Das werden wir noch sehen. Ich speed das vielleicht ein bisschen ab, weil in deiner Geschwindigkeit kann ja kein Mensch zuschauen. Aber sehr gut, sehr gut. Wie ihr seht, ich habe hier meinen Arbeiter gut beschäftigt. Denselben Schritt, den er gerade gemacht hat, einfach noch einmal. Ich bin so schnell. Man nennt mich auch den Mann, der schneller baut als sein Schatten. Du bist Bob, der Baummeister. Ja, sowas. Okay, und ab jetzt gehen wir immer 3 hoch. Das heißt, wir starten wieder, setzen uns einen Hilfsblock und 1, 2, 3 gehen wir hoch. 1 einrücken, 1, 2, 3 hoch. 1 einrücken, 1, 2, 3 hoch. Findet ihr nicht auch, dass der Champ mit seinem gelben Kopf ein bisschen ausschaut wie Bob, der Baummeister? Nächster Schritt bedeutet einfach nur, dass wir wieder 3 Blöcke nach innen versetzt hochgehen. Oh Tannenbaum, du bist so schön anzuschauen. Das schneiden wir am besten raus, sonst hören die Zuschauer schauen auf. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, der Opa sitzt im Kofferraum. Die Oma knallt die Klappe zu, der Opa schreit, du blöde Kuh. Du erklärst wieder nicht. Es gibt nochmal einen Schritt, der wie der vorherige ist. 1 einrücken, 3 hoch. 1 einrücken, 3 hoch. Ja, im Prinzip machen wir wieder das gleiche. Wir gehen wieder 3 hoch, einen nach innen. Und final können wir ganz oben jetzt mit 1, 2, 3, 4 Blöcken unsere Spitze setzen. Damit wäre das der Gipfel unseres Tannenbaumbaus. Kroko, gefällt's dir? Ich finde ihn wirklich cool. Und vor allem, ich finde die Idee mit der Wolle auch mal ganz klasse, weil es einfach von dem klassischen, wie man sonst Weihnachtsbäume in Minecraft irgendwie sieht, ein bisschen weggeht, mal was Besonderes ist. Deswegen Hut ab für diese Entwicklung, lieber Champ. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und geholfen.
der Champ ist schon ein bisschen, hat schon ein bisschen zu viel Glühwein gehabt, deswegen lacht er die ganze Zeit. Morgen geht's weiter auf Champsheim-Kanal. Und lasst euch überraschen, was der zweite Tag so bringen wird. Ich denke, eine Überraschung. Tschüss. Macht es gut und wir sehen uns im nächsten Video. Bis gleich.